Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie wirken die Sternen und die Sternbilder für unseren heutigen Tag am 18. August 2017? Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Krebs und langsam nähert sich zu Neumond. Das bedeutet, Mond hat eine abnehmende Mondphase. Eine abnehmende Mondphase eignet sich dafür, von etwas loslassen, bereinigen, verabschieden, trennen oder kündigen. All das, was in unserem Leben eine Belastung ist. Die alten arabischen Astrologen haben auch betrachtet die Mondbewegung und sie haben ihr Wissen niedergeschrieben und dieses Wissen vermittelt für unseren heutigen Tag. Wir sollen heute etwas in Besitz nehmen oder etwas befestigen. Die alten arabischen Astrologen sagen noch etwas, was mir persönlich nicht gefällt, aber korrekte Art und Weise erwähne ich das auch. Heute gibt's Rache. Also das ist nicht so mein Ding, aber ich erwähne das trotzdem. Es widerspricht sich vielleicht. Wir sollen bei abnehmender Mondphase etwas loslassen, verabschieden. Und die arabischen Astrologen sagen für die heutigen Tag, wir sollen etwas befestigen oder etwas in Besitz nehmen. Wie hängt das zusammen? Ganz einfach. All das, was uns belastet, sollen wir verabschieden. Und das all das, was uns gut tut oder uns wichtig ist, das sollen wir in Besitz nehmen und befestigen. Und die Entscheidung treffen wir selbst. Aber da haben wir noch eine Wunde und das vermittelt ein Stern und dieser Stern heißt Alhena. Das ist die linke Fuß, die Zwillinge. Es befindet sich diesem Stern im Tierkreiszeichen Zwillinge, aber wirkt im Bereich Tierkreiszeichen Krebs. Man sagt auch, das ist die Wunde von Achilles Ferse. Also eine Wundepunkt haben wir noch und das sollen wir vielleicht auch betrachten. Und eine Klarheit brauchen wir noch an etwas. Und da haben wir eine karmische Aufgabe, weil die Scheinbewegung, die Sonne, verbindet sich mit dem karmischen Knoten. Es gibt zwei karmische Knoten. Einmal die Vergangenheit, das ist die absteigende Mondknoten oder Drachenschwanz. Und dann haben wir auch ein aufsteigender Mondknoten und wie die indischen Astrologen das nennen, das ist die Drachenkopf. Und beide Punkte berührt gerade die Sonnenenergie. Und da brauchen wir eine Klarheit. Also Klarheit darüber, was sollen wir von Vergangenheit befestigen oder festhalten und was sollen wir loslassen. Und da haben wir auch eine karmische Erfahrung. Und bei den aufsteigenden Mondknoten brauchen wir eine Neuorientierung. Und die Sonnenlicht gibt die Klarheit dazu. Es wird dieses Weg beleuchten, besonders bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen. Aber achtsam sein, weil da kommt auch ein Einfluss von dem Sternbilder und es ist nichts anderes als Hydra. Hydra, die Wasserschlange. Und da gibt's zwei Geschichten dazu. Der eine erzählt Herakles oder Herkules. Der hat 12 Aufgaben gehabt und die eine Aufgabe davon war, die Schlange zu töten. Aber das Problem war, wenn Herkules die Kopf der Schlange abgeschnitten hat, dann wuchs zwei neue dazu. Und es war gar nicht einfach, aber Herkules hat die Schlange besiegt. Das ist die eine Geschichte. Gibt aber eine andere Geschichte auch dazu, wo wir auch mit Hydra begegnen. Wie ist es, diese Erzählung? Apollo, der Sonnengott, sagte zu Rabe,
Wir brauchen frisches Wasser. Hier ist ein goldener Becher. Flieg zu dem Brunnen, die Wasserquelle und bitte bring frischen Quellwasser mit, weil das braucht Zeus. Aber beeile dich. Was passierte dann? Die Rabe hat unterwegs Pause gemacht, weil unterwegs fand die Rabe einen Feigenbaum und die Rabe wollte von diesem Feige essen. Aber die Feige war noch nicht reif und die Rabe hat gewartet, bis die Feige reif war, hat von der Feige was gegessen und erst dann hat auf die Reise gemacht, kehrte auch zurück zum Apollo mit dem goldenen Becher, mit diesem Quellwasser. Und Apollo, der Sonnengott, fragte dann die Rabe, wo warst du denn so lange? Und was antwortete die Rabe? Ah ja, weißt du, unterwegs kam eine Schlange und sperrte mir den Weg und deswegen kam ich etwas später. War das die Wahrheit oder war das die Lüge? Natürlich war das eine Lüge. Und das ist diese Wasserschlange, Hydra, die Wasserschlange. Und es ist ein Sternbild im Himmel. Und diese Wasserschlange, besonders das Herz der Schlange, hat eine Verbindung mit dem heutigen Sonnenbewegung und aktiviert auch die aufsteigende Mondknoten. Das heißt, die Richtung, wo wir Entscheidungen treffen, weil da gibt's Neuigkeiten und fangen wir etwas Neues an, besonders die Löwengeborenen, die Schützengeborenen und die Widdergeborenen. Also die Richtung ist schon mal klar. Aber es kann sein, dass wir mit diesem Hydra begegnen. Und das ist nicht nur ein Einfluss von der Sonne auf dem Löwengeborenen, sondern indirekt auch die Wassermanngeborenen, weil da ist eine Verbindung da mit dem absteigenden Mondknoten. Und genau in diesem Bereich bewegt sich unser Planet Erde. Also wichtig ist bei Informationen, dass wir eine Klarheit bekommen, was ist die Wahrheit und was ist die Lüge, was wird uns vermittelt. Und da brauchen wir die Klarheit. Und das ist die kosmische Energie im Allgemeinen, aber dazu kommen noch die Planetenbewegungen und wie wirkt das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist etwas in Bewegung und die Krebsgeborenen nehmen intensiv ihren Gefühlen wahr. Und es ist schön und es ist angenehm. Und eine gute Nachricht können die Krebsgeborenen auch rechnen. Die Thema, was die Krebsgeborenen zurzeit beschäftigt, das ist Freundschaften, Bekanntschaften und Liebe und Partnerschaft. Und wie ich schon sagte, eine gute Nachricht ist unterwegs. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtig die Klarheit, Orientierung, aber auch diese Wasserschlange, diese Hydra auch erkennen. Das heißt, auf die Informationen achten, mal hinter den Kulissen schauen, was passiert hinter unserem Rücken, was für Gespräche, oder ist das die Wahrheit oder ist das die Lüge? Und da brauchen die Löwengeborenen die Klarheit, also nicht nur das, was sie sehen und wahrnehmen, sondern auch all das, was hinter den Kulissen passiert. Und die Löwengeborenen brauchen Kraft. Und was für die Löwengeborenen gerade Kraft gibt, das ist ein gewisser Rückzug. Also die Ruhe bewahren, zurückhaltend sein und achtsam sein, was für Informationen kommen und die Möglichkeiten, Chancen dann erkennen und selbst das zu bestimmen. Bei Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist wichtig das Selbstausdruck. Wie ändern sie ihren äußeren Erscheinungsbild oder ihren Auftreten oder wie vermitteln etwas? Ein gutes Gespräch, eine gute Nachricht ist zum Erwarten.
aber die Jungfrau Geborenen möchten jemand überzeugen von etwas. Und dieser Kontakt kann von Vergangenheit kommen. Bei Tierkreiszeichen Wagen Geborenen, sie haben eine gewisse innere Unsicherheit oder innere Unruhe. Aber gibt's auch Möglichkeiten und Chancen, und genau die Richtung sollen die Wagengeborenen schauen und diese Chancen auch ergreifen. Also die Orientierung ist wichtig, aber es fehlt noch die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht, also bei die Handlungen lieber noch abwarten und erst in den kommenden Tagen etwas Neues beginnen. Wichtig ist bei Wagengeborenen die Werten und auch die Finanzen. Bei Tierkreiszeichen Skorpion geboren kommt etwas im Fluss, etwas in Bewegung, es ist eine Einladung möglich ist oder ein Besuch oder eine kleine Reise. Und das ist schön und es ist angenehm. Die Skorpion geborenen haben gerade auch Glück in die Liebe, Partnerschaft. Ich habe auch jetzt eine Aufnahme, denn der das Liebeszauber, und da erkläre ich die täglichen Liebesenergie, und das ist ein Vorteil bei den Skorpiongeborenen, bei Fischengeborenen und auch bei Krebsgeborenen, und das ist die heutige Aufnahme. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtig, ihren Ziele, ihren Wünsche und auch ihrem Sehnsüchte. Und diesen Gefühlen sollen die Schützengeborenen bewusst wahrnehmen. Es ist erreichbar, vielleicht nicht in den heutigen Tag der richtige Zeitpunkt dafür, weil es sind noch Einflüsse von außen, was die Schützengeborenen noch verunsichert. In den kommenden Tagen kommt aber die Begeisterung. Wichtig ist auch die inneren Kraft, in dieser Überzeugungskraft bleiben. Und die Zuhause ist auch ein Thema momentan bei den Schützengeborenen. Entweder ziehen sich zurück in ihren eigenen vier Wänden oder verändern etwas wohnlich. Bei vielen Schützengeborenen ist sogar ein Umzug möglich. Bei Tierkreiszeichen Steinbock Geborenen ist wichtig ein Gleichgewicht, damit die Steinbock Geborenen in Kraft bleiben. Und das ist die Lebensfreude. Sie haben etwas verändert, verabschiedet, losgelassen, von etwas getrennt. Das war eine große Herausforderung bei den Steinbock Geborenen. Das hat auch natürlich viel Kraft gekostet. Die Steinbock-Geborenen fühlen sich gerade erschöpft und fühlen sie sich kraftlos. Es fehlt die inneren Gleichgewicht. Und damit das wieder da ist, brauchen die Steinbock-Geborenen gerade Lebensfreude, und das dürfen sie auch erlauben und den Tag genießen. Bei Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen ist wichtiger Thema die Liebe-Partnerschaft. Aber auch die Karma. Und da sollte man auch auf die Einflüsse von der Sonnenenergie achten, weil das aktiviert gerade diese karmischen Knoten. Und das kann auch alte Erinnerungen sein, auch karmische Begegnung sein. Und das wird von der Sonnenenergie aktiviert, aber in diesem Bereich, im Tierkreiszeichen Wassermann, bewegt sich auch unserem Planet Erde. Und genau in diesem Zeitpunkt steht im Allgemeinen, also nicht nur die Wassermann-Geborenen, sondern im Allgemeinen in Menschheit. Wir brauchen gerade Orientierung oder Gleichgewicht. Was sollen wir von der Vergangenheit, von den alten Traditionen bewahren, behüten? Da sind auch noch Schätze da. Und welcher Weg soll das weitergehen? Und genau das sind die Entscheidungen, und das soll man ganz feinfühlig ausgleichen. Also diese Energie wirkt nicht nur für die Wassermann-Geborenen, sondern im Allgemeinen auf unserem Planet Erde. Aber zurück zu Wassermann-Geborenen. Bei den Wassermann-Geborenen ist wichtiges Thema die Liebe, Partnerschaft,
Und da ein gewisser Gleichgewicht ist auch wichtig, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und das sollen Sie die Wassermanngeborenen ganz feinfühlig ausbalancieren. Bei Tierkreiszeichen Fischen Geborenen ist auch ein wichtiges Thema die Liebe und Partnerschaft. Und da haben Sie Glück, wenn die Fischen Geborenen etwas Näheres davon erfahren möchten, dann in meine Aufnahme Denderas Liebeszauber ist es alles, habe ich alles erklärt. Aber es ist eine gute Zeit für die liebe Partnerschaft. Die Fischengeborenen ist auch ein Heilenergie. Sie nehmen ihren Gefühlen jetzt bewusst wahr und kommt auch etwas im Fluss. Bei den Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist wichtig die Veränderungen und Umbrüche. Es sind momentan noch Hindernisse da. Es ist etwas noch in die Vergangenheit, was die Wiedergeborenen noch überprüfen sollen oder zurückblicken sollen. Und bald kommt auch Klarheit, Orientierung. Heute sind Einschränkungen da. Es ist auch nicht der richtige Moment, etwas Neues zu beginnen. In die kommenden Tagen kommt aber wieder die Begeisterung und ist wieder die Kraft da. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtig die Sicherheit, Stabilität, Beruf, Berufung und genau das bringen die Stiergeborenen gerade in Ordnung. Ein guter Gespräch ist zum Erwarten, aber in die Liebe, Partnerschaft können die Stiergeborenen auch etwas befestigen. Die heutigen Beschreibung von alten arabischen Astrologen etwas in Besitz zu nehmen, etwas befestigen, das passt ganz genau für die Stiergeborenen. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein beruflicher Aufstieg und Ansehen und Anerkennung und Lob. Auch wenn da eine gewisse Unklarheiten noch herrschen bei den Gesprächen, trotzdem ist es sehr erfreulich und diese Leichtigkeit sollen die Zwillingsgeborenen verinnerlichen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.